Китайская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Ja, Thomas, was für Themen haben wir heute? Hallo und herzlich willkommen bei den Blockchain Brothers. Thomas, Schlagzeilen. Ja, heutiges Thema: Bankkonto jetzt in Deutschland eröffnen, live mit Bitcoin. Dann die erste US-Bank von benutztes Ripple. CoinMarketCap verändert seine Bewertungen. Und zum Schluss die Übersicht der Coins. Mit voller Power in den Herbst. Dranbleiben, wir sehen uns gleich. In Teilen von Österreich beginnt der Schulstart 2019-2020 und wir sind wieder frisch am Drücker, gemeinsam mit Thomas, der hat die Schlagzeilen schon geliefert. Mit was fangen wir an, Thomas? Ja, wir fangen an mit Bitcoin-Konto in Deutschland jetzt eröffnen, über die App Bitwala, das Unternehmen, das Startup aus Berlin. Und das ist sehr interessant, denn die bieten jetzt eine Verknüpfung zu einem Bankkonto an und das in 31 Ländern. Ja, also ganz, ganz spannend, denn es wird Massenadoption heißen. Der Bitcoin kann man in Zukunft auch die Stromrechnung über das Bankkonto bezahlen. Auch sämtliche Verpflichtungen, die man ja jedes Monat hat, kann man seit neuestem mit Bitcoin bezahlen, wenn man diese Bitwala Wallet hat. Momentan, glaube ich, war es sehr, sehr interessant in Deutschland. Jetzt, glaube ich, wird das Ganze erweitert in über 30 Ländern, hat Thomas gesagt. Genau. Die haben eine Verbindung mit einer Bank, somit auch Bankkonzession und somit kann das auch schnell umgewandelt werden, Fiat-Geld in Bitcoins. Genau. Kann man auch Bitcoins verschicken. Ja, also Bitcoin direkt über ein in Deutschland lizenziertes Bankkonto kaufen. Es funktioniert ganz einfach, sobald dass du dort auf dieser Bank registriert bist. Das ist die Solaris Bank, eine finnische Bank, wirst du gehostet und somit kannst du dann dort deine Leistungen in Bitcoin begleichen. Sehr interessant und auch sehr marketingreif und auch eine Massenadoption findet hier statt, denn es ist wirklich vom Vorteil, wenn du jetzt zum Beispiel dort ein Konto hast und du möchtest zum Beispiel deine E-Werkrechnung oder deine Stromrechnung per Bitcoin bezahlen. Ja, hochinteressant, auf alle Fälle auch spannend. Vielleicht habt ihr die eine oder andere Erfahrung schon mit Bitwala. Wäre super, wenn ihr unsere Community dafür informiert. Da gibt es hier die Möglichkeit, unter diesem Video zu kommentieren oder auch unseren Telegram-Channel zu besuchen. Blockchain Brothers Community ist unser Telegram-Channel. Da stehen auch wir drinnen. Wir stehen, wenn es möglich ist, Rede und Antwort, wenn wir das Thema wissen. Und sonst gibt es auch ganz, ganz helle Köpfe bei uns in unserem Telegram-Channel, die auch die eine oder andere Frage beantworten können. Genau. Ja, 7.10.2019, wenn wir schon bei der Werbung sind. Genau. Thomas, 7.10.2019 findet im Hollywood Megaplex die Revolution 2020 statt. Wird unten eingeblendet. Genau. Kernbereich Digitalisierung und Blockchain. Wir haben Top-Referenten, Top-Firmen geholt, die dort vortragen und natürlich mit von der Partie die Blockchain Brothers Showprogramm und danach eine Aftershow-Party. Ja, also ich kann euch schon sagen, Ende dieser Woche gehen wir mit unserer Marketingmaschine online. Genau. Und da ist auf alle Fälle wichtig, die ersten, die es erfahren, ist in unserem Telegram-Channel. Ja. Vielleicht die einen oder anderen, was nicht wissen, was Telegram ist, ist die neue Version von WhatsApp oder neue Version, ein bisschen hintergründig. Telegram-Channel ist einfach ein Kommunikations-Channel, wo sehr viele Krypto-Experten diesen Kanal verwenden, wo auch viele Nachrichten ausgetauscht werden und unbedingt einfach draufklicken, ganz unkompliziert mit Handy. Ja, wie wir schon in der letzten Sendung berichtet haben, weil wir auch gerade bei Telegram sind, da startet ja jetzt Ton, die Blockchain von Telegram. Die wird auch kompatibel sein mit der Ethereum-Blockchain, mit Nodes verbunden und da wird ja jetzt dann an die Telegram-User 6,6 Gramm verteilt zum Testen. Ja, mit die Gramm kennt sich der Thomas gut aus, denn er ist gerade in der Abnehmphase, hat er mir erzählt, denn er möchte am 7.10. natürlich extrem fit dastehen. Ich glaube, er hat schon die optimale Figur, aber ja, kann ich nicht genau bewerten. So nah sind wir uns nicht. Ja, weiter geht's mit den spannenden Themen. XRP endlich wieder mal. Ripple bringt positive Schlagzeilen. Also eigentlich bringt Ripple immer positive Schlagzeilen, aber diesmal sind es, glaube ich, von hoher Brisantigkeit bei XRP. Ja, genau. Und da geht es um das, PNC verwendet als erste US-Bank Ripple, ganz genau XRabbit mit XRP für länderübergreifende Zahlungen. Und das ist sehr spannend, denn PNC ist eine alteingesessene Bank in Amerika, im 18. Jahrhundert gegründet, hat eine Mitgliederzahl und eine Mitarbeiterzahl von 52.000 Angestellte, macht jährlich Milliarden Umsätze und die wollen jetzt Ripple XRP verwenden. Also der Use Case tritt da definitiv ein und es ist die erste US-Bank. Viele weitere, glaube ich, werden jetzt demnächst folgen. Ja, bin auch gespannt, wie die SEC entscheidet und auf SEC-Entscheidungen, glaube ich, nimmt in Zukunft
CoinMarketCap Rücksicht, denn da wird es einige Überraschungen geben. Sie bereiten sich ja vor, es wurde schon prognostiziert, 2020 Shitcoins und die ganzen schlechten Scams und Shitcoins werden den Markt verlassen. Und jetzt kommt wirklich eine brisante Meldung. CoinMarketCap ist ja eigentlich der große Index, wo man heute verschiedene Coins aufgelistet sieht. Und da gibt es eine Neuerung, Thomas. Ja, weil wir haben leider das Problem, dass der Kryptomarkt ziemlich überschwemmt ist, wie du schon gesagt hast, mit aufgeblähten Volumina oder auch verschiedene Manipulationshintergründe, wo der Preis gepusht werden, speziell auf kleinen Börsen und sehr viel Fake-Volumen dazu durchstande kommt. Und das schätzt sich jetzt CoinMarketCap ein und die wollen jetzt ihr System upgraden, ganz genau ab heute und die große Upgrade dann am 12. November, wo die Liquidität geprüft wird in einen 10-Punkte-Kategorieplan. Und das ist sehr spannend, denn jeder, der in die Top 200 rein möchte, muss jetzt auf CoinMarketCap vorweisen, dass ein Marktvolumen stattfindet, ein 24-stündiges Volumen, und das wird genauestens überprüft. Und da wird es einige erwischen. Ja, ich bin überzeugt davon, da verabschiedet sich eigentlich, da trennt sich die Streu vom Weizen. Ja, genau, die Streu vom Weizen, denn tatsächlich werden da die Shitcoins ausradiert, ist man bei CMC nicht mehr gelistet, geht es dann ganz schnell. Und wenn natürlich eine Bewertung auch noch da ist, das ist so wie wenn man heute zum Beispiel bei Facebook ein Lokal bewerten will und dann sieht man schon, der hat lauter 1-Sterne-Bewertungen, dann würde ich mich in dieses Lokal nicht bewagen. So ähnlich kann man sich das beim CMC vorstellen. Wenn der nur schlechte Bewertungen hat, dann sollte man vielleicht 20 Euro investieren oder gar nichts investieren, auf keinen Fall eine große Summe. Also unter die Top 200 gibt es ja ein genaues Ranking, dass man hier dabei sein darf, da muss man 10 Punkte erfüllen. Das macht CoinMarketCap perfekt und dann werden wir schauen, was wirklich 2020 überbleibt. Genau. Natürlich steigt dann das Volumen für die Altcoins oder für andere Coins, die natürlich keine Shitcoins sind, weil das Volumen ändert sich ja nicht, sondern die Shitcoins werden natürlich verkauft und gehen dann in klassische Coins. So kann ich mir das vorstellen. Ja, so kann ich mir das auch vorstellen. CoinMarketCap geht hier noch einen Schritt weiter. Sie arbeiten auch mit den regulatorischen Behörden jetzt eng zusammen. Da sie wirklich, es geht ja auch ums Überleben für CoinMarketCap, muss man so ehrlich sagen, denn wenn sie nicht ordentlich auflisten, gibt es irgendwann nur noch den Index zum Beispiel von der Nasdaq und dort wird angeführt und CoinMarketCap ist eigentlich dann erledigt. Darum, nächster richtiger Schritt in puncto Regulierung, CoinMarketCap passt jetzt sein System an. Ja, überzeugt davon, also wer in Zukunft mit der SEC nicht zusammenarbeitet, mit BaFin oder FMA, ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist, auf dem Markt hier zu bestehen, außer man hat natürlich betrügerische Absichten, dann sollte man diese Konsortium an Genehmigungen vermeiden, aber wenn man das wirklich schön und sauber auf die Welt stellen sollte, sollte man sich nach den Richtlinien halten, das ist eigentlich ein Tipp von uns. Und weil du angesprochen hast, Zeck, es gibt auch jetzt einen Querschläger vom US-Kongress, die haben ein Gesetz eingebracht gegen Libra. Und das sieht folgendermaßen aus, sie wollen Libra-Wehrgesetz verbieten, denn sie wollen die Fintech-Unternehmen wie zum Beispiel Google, Amazon, Facebook einschränken. Die dürfen keine Kryptowährungen an den Markt bringen. Ob dieser Gesetzesentwurf durchgeht, ist natürlich dann ganz eine andere Frage. Geschrieben ist schnell mal etwas, aber das hat ja auch geopolitische Auswirkungen oder auch Auswirkungen in der Wirtschaft. Und ob das so klug ist, weiß ich nicht. Es ist zwiegespalten, ob es für den Kryptomarkt einen Vorteil wäre, wenn Libra nicht kommt oder schon. Auf jeden Fall, der Gesetzentwurf ist da, aber ich denke eher, dass er nicht kommt. Libra wird starten. Ja, also ich teile die Meinung auch mit Thomas, denn Sie haben wirklich geschrieben, alle großen Unternehmen wie Google, Facebook, aber Libra ist ja kein großes Unternehmen, sondern die haben ein Unternehmenskonsortium gebildet mit 100 große Unternehmen dazu. Und da wird es wirklich schwierig, wenn man das regulieren will. Wir sind auf alle Fälle gespannt und bleiben bei diesem Thema auf alle Fälle für euch dran und werden euch bestens informieren. Ja, CMC, wie schauen die Kurse aus, Thomas? Ja, schauen wir rüber auf den CoinMarketCap. Marktkapitalisierung heute Stand 9.10 Uhr, 251 Milliarden Dollar Gesamtmarktkapitalisierung. Bitcoin ging ein bisschen rauf, hat sich wieder stabilisiert bei 9.700, 9.800 Dollar. Auch Ethereum, da wird ja spekuliert, ob jetzt auch Ethereum in Bedrängnis kommt durch die neue Telegram-Blockchain. XRP bei 25 Cent, Bitcoin Cash, ein interessanter Coin, Bitcoin Satoshi Version, der hält sich ansprechend gut für das, dass jetzt eigentlich hier der CEO hergeklopft wird von Seiten Regulierung oder auch von Seiten Community. Ja, kein Wunder, diese Regulierung oder dieses, dass er hergeklopft wird, kann er sich ja selbst zuschreiben, denn er hat ja immer ganz groß behauptet, er ist Satoshi Nakamoto. Ja, mit diesen Themen würden wir uns verabschieden. Ende der Woche wird es richtig spannend. Ihr müsst ja dranbleiben, denn da startet unser Ticketverkauf für 7.10.2019 Revolution 2020. Und dann wisst ihr auch, wer aller bei uns
dabei ist. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, schönen Wochenstart. Genießt die letzte Wochenferien. In Wien dürft ihr schon in die Schule gehen. Bis bald und bis nächste Woche oder die Ende der Woche. Wenn euch die Sendung genauso gut gefallen hat wie Thomas und mir, dann würden wir uns besonders freuen, wenn ihr uns abonniert, liked, shared und empfiehlt und Glocke aktiviert. Genau, in diesem Sinne. Danke, bis bald.